Moin, moin. Wir sind oder ich bin um 7 Uhr wach geworden, Lilly eine Viertelstunde später. Es war okay. Wir sind um 12 Uhr eingeschlafen und wir haben gut geschlafen. Wir haben tatsächlich gut geschlafen, aber der Ausblick aus diesem Fenster ist wesentlich schlechter als zuvor. Da. Vorher war es Meerblick, das ist es jetzt. Das ist die Straße zum Flughafen. Und ich will auch möglichst schnell hier raus. Aus dieser Butze. Und nach Hause. Vorteil ist, es ist hell und es ist trocken. Ich habe nämlich nach Kalifornien habe ich den Regenschutz für den Buggy noch mitgenommen. Jetzt habe ich mir gedacht, scheißegal, lasse ich den da. Es wird nicht regnen. Es hat noch nicht geregnet auf Gran Canaria. Da regnet es fast nie. Ja, aber in Düsseldorf oder Köln umso wahrscheinlicher um diese Jahreszeit. Aber wir haben Glück, es regnet nicht. Unterwegs ist eine Esso-Tankstelle, da werde ich mir einen Kaffee holen. Ich habe zwar Instant-Kaffee dabei noch aus Gran Canaria, aber die hatten hier keinen Heißwasserbereiter. In jedem anderen Hotelzimmer, was ich jemals hatte, gab es einen Heißwasserbereiter. Da nicht, natürlich. Also das war jetzt nicht so empfehlenswert, ne? Aber das war noch mal, keine Ahnung, ich glaube 79 Euro oder so. Im Maritim letztes Jahr habe ich, glaube ich, 139 bezahlt. Aber das war auch eine geile Erfahrung. Hätte ich wieder bezahlt, aber gab es nicht. Und das Sheraton, das direkt neben dem Maritim ist, das ist nochmal eine Spur teurer als das Maritim. Da habe ich gedacht, nee, das ist zu viel für eine Nacht. Ja, stellt euch vor, von 11 Uhr morgens, von 11 Uhr nachts sich da ins Bett legen und dann um 7 Uhr morgens wieder raus. Obwohl ich da jetzt auch wieder raus bin, einfach weil, was soll man in so einem Zimmer? Im Maritim letztes Jahr sind wir noch länger gewesen, tatsächlich. Bis, keine Ahnung, kurz vor Checkout-Zeit oder so. Und da war auch Frühstück inklusive und solche Sachen. Naja, also, jetzt nur noch die Bahn nach Köln und dann war es das. So ein Scheiß. Der Skytrain in Düsseldorf am Flughafen funktioniert nicht. Das ist der bringt die Leute vom Terminal zum Flughafenbahnhof, von wo aus wir nach Köln fahren. Es ist aber total mies ausgeschildert, dass es ein Ersatzverkehr gibt, da sind wir jetzt drin. Weißt du, das war dieser Kaffee richtig scheiße und richtig teuer. 2,69 Euro. Ich messe ja Kaffee immer an Starbucks, ja. Für einen richtig guten Kaffee bin ich auch gewillt, 5 Euro zu bezahlen. Für einen richtig miesen, aber keine 2,69 Euro. Ein mieser kleiner Kaffee kann 1 Euro kosten. Also darüber habe ich mich geärgert. Sollte ich nicht, denn es ist nicht die Welt, aber... Wenn man schon einen Kaffee am Tag trinkt, dann soll der wenigstens auch anständig sein. So, Lilly, geht's alles gut? Na? Und wir fahren jetzt zum Flughafenbahnhof. So, wir sind angekommen. Und wir sind natürlich mit dem Bus nochmal an unserem Hotel vorbeigefahren, wie das immer so ist. Also ich dachte, fuck, warum sind wir nicht gleich zu Fuß hier zum Bahnhof gegangen? Na, wahrscheinlich aber doch ein bisschen weiter. Das ist der Grund, warum Google Maps mir das nicht vorgeschlagen hat, dass wir zu Fuß regeln. Ich habe das Gefühl, Lilly ist ein bisschen müde, aber der Zug nach Köln hat ein bisschen Verspätung. Das ist der Feuerwehr, dass wir ihn noch kriegen, denke ich. Es ist jetzt halb und um 44 soll er fahren. Tür öffnen. Tür öffnen, bitte. Ja, danke. So. Sehr wohl. Wo sind wir? Genau, und der fährt jetzt noch 37 Minuten nach Köln, der RE1. Und dann werde ich wahrscheinlich direkt auf dem Rückweg also einkaufen gehen, denn ich habe ja nichts mehr. Hast du andere Seiten müssen wir? Jo. Und dann müssen wir uns wieder die Kälte akklimatisieren. Wobei ich finde es nicht so kalt. Tatsächlich 12 Grad. Aber weil ich so renne mit dem Kind, ist mir sowieso eher warm. Also so schlimm ist der Temperaturschock gerade nicht. Es war schon mal schlimmer. Naja, okay. Warten wir jetzt auf den Zug. Und dann. Home sweet home, ne? So, nächster Halt, Kölner Bahnhof. Hier ist das Halt. Da kommt der Dom. 5.10 Uhr. Wir sind wieder in Köln. Und die Sonne scheint. Haben wir ein Glück.
Ja, jetzt geht's zu Aldi. Ganz grob Sachen kaufen zum Essen. Ich werde garantiert irgendwas vergessen, das ist aber okay. Hauptsache, wir haben immer erstmal ein bisschen was da. Wir haben jetzt Zeitumstellung. Auch wieder, ich schätze, Lidl Schläfchen passiert eine Stunde später. Das ist völlig in Ordnung. Wir haben noch eine Woche. Eine Woche hat Lidis Tagesmutter noch Urlaub, nächste Woche. Also haben wir Zeit, uns langsam von 7 Uhr Aufstehenszeit auf 6 Uhr, wie wir sonst aufstehen, hochzuarbeiten. Ja, und ich schätze, das war's dann jetzt für dieses Reiseblock. Das nächste gibt es aus Kalifornien, was ein bisschen anders sein wird, weil wir glatt 4 Wochen in Kalifornien sind. Das ist zumindest aktuell geplant. Das heißt, ich glaube nicht, dass ich euch da jeden einzelnen Tag mitnehme. Aber ich werde garantiert irgendwelche Videos drehen, vielleicht sogar Medizinvideos. Auch, keine Ahnung, ich muss mal schauen, wie sich das ergibt. Denn auch da habe ich ja das Kind die ganze Zeit um mich. Und nicht ganz so viel Zeit zum Arbeiten. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Immer wieder gerne. Wir machen die total Spaß, wenn man da auch teilen kann. Ich kann mit Lidi nicht wirklich teilen, die Erlebnisse. Und wenn ich alleine verreise, kann ich sie auch nicht wirklich teilen. Und so kann ich sie dann doch teilen. Also, das war's. Ich sag ciao. Bis dann. Und? Weißt du, Lidi? Weißt du, Lidi? Sag mal tschüss.